Gehabt euch wohl, meine lieben Freunde. Hier ist wieder der bedrängte Marito zurück in Let's Build Stormwind. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. So. Seit der letzten Folge, also bei der Aufnahme her, sind 2 Stunden vergangen jetzt. Und ich habe jetzt hier alles zusammen. Es war... Boah. Komm ich mal da rein. So. Es war mega schwierig, hier die ganzen Bücher zusammenzubekommen. Haltbarkeit, Federfall, Verbrennung habe ich noch auf Schwert, Schutz und Dornen. Für diese Verzauberungen habe ich mich jetzt entschieden, dass wir auf die Rüstung draufnehmen. So. Und jetzt räumen wir erstmal hier unser Inventar aus. Brauchen wir es nicht mehr. Seht, ich habe noch gut Emeralds übrig jetzt. Wir müssen wahrscheinlich eh noch ein bisschen traden, damit wir Level bekommen. Sugarcane können wir auch wieder reinlegen. So, und nehmen jetzt mal einfach den Brustpanzer. Ich habe mir das schon so ein bisschen zusammensortiert. Wir können nicht viel drauf machen, ne? Seht ihr? Das heißt 6 und 15 Level 21. Es ist ein Graus, Leute. Es ist echt ein Graus. So. Wir sind jetzt Level 2. Ich zeige euch kurz jetzt am Anfang noch, was ich noch so gemacht habe. Bei unserer Kuhfarm hinten... habe ich ein Weizenfeld angelegt. Und ihr seht mal ordentlich Kühe vermehrt. So. Ich habe hier immer geerntet, gefüttert, geerntet, gefüttert, geerntet, gefüttert. Samen weg. Okay. Dann Sugarcane. Sugarcane, Sugarcane. Zucker, 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 Zucker. Haben jetzt auch eine ganze Reihe hier. Einmal da durchgehen ist ein Stack. Wenn die groß sind, ist ein Stack Zuckerrohr. Manchmal ein bisschen mehr. Keine Ahnung warum. Hier sind jetzt mittlerweile mehr Golems, die ziemlich nervig sind. Dann machen wir mal... Also, warte mal. Ich will nur nicht, dass der andere mich hier anknuspert. Aber denen scheint es eh ziemlich egal zu sein. Ich habe das jetzt mittlerweile schon ein paar Mal gemacht, aber da wir hier momentan jetzt mehr Möpse drin haben, spawnen eben auch dementsprechend mehr Golems. Ist ja auch irgendwie wie eine Eisenfarm, ne? Zwar nicht so, wie ihr euch das vorgestellt habt damals, aber ihr seht. Kommt auch ein bisschen Eisen rum. So. Wir müssen jetzt trotzdem hier noch ein bisschen handeln. Zwecks Erfahrungspunkten. Und dürfen halt nichts in der Hand haben, was irgendwie repariert. So. Und das jetzt 2 Stunden lang war echt mühselig, Leute. So. Wir sollten vielleicht auch schauen, ob wir irgendwo noch... Jetzt ist schon wieder ein Golem da. Granit finden. Zum Handeln.
beziehungsweise uns vielleicht noch einen Maurer oder zwei machen für Diorit, Andesit und so weiter und so fort. So. Das brauchen wir jetzt momentan auch nicht. Schaufel lassen wir mal im Inventar. Geht schon wieder? Nee, manchmal geht es bei ihm gleich wieder, manchmal nicht. So. Also, dass sich das so hinzieht, habe ich echt nicht gedacht. Ich war jetzt schon ziemlich am Ende mit meinen Nerven, kann man sagen. Gerade wo es dann darum ging, die letzten Bücher halt quasi die letzten Bücher, die, was sie handeln, auszusuchen bzw. eben zu bekommen. Ich habe dann eben gelesen, weil ich zwischendurch ein bisschen gelesen habe, immer wieder. Okay, da haben wir nicht viel. So, nehmen wir das noch mit. Habe ich jetzt kein Eisen mehr eingesteckt, ne? Ja. Ich habe zwischendurch eben immer ein bisschen gelesen, dass... dass Dornen auf alle Rüstungsteile raufgeht mittlerweile. Ich dachte immer, das geht nur auf die Brust und dachte mir dann, ich mache hier wirklich jetzt eine volle Dornenrüstung. Weil ganz ehrlich, wenn ich Schutz drauf nehme, kann ich Explosionsschutz oder so nicht mehr drauf nehmen. Ja? Also haben wir Haltbarkeit, Schutz 4 und Dornen auf den Rüstungsteilen, auf den Schuhen haben wir noch Federfall statt den Dornen. Ja, und Wasseraffinität oder so Zeug brauche ich nicht. Atmung brauche ich in dem Fall jetzt eigentlich nicht. Darum habe ich mich da für die Dornen entschieden. So. Mache das jetzt allerdings anders. Die bleiben jetzt hier drin. Okay. Holen wir uns mal Emeralds wieder. Wir müssen die ja anhandeln. Schaut, wie schnell das geht auf einmal. Spielst gerade mit deinem Uchi. Und vor allem, das braucht man eh auch, ja. Jetzt hat der hier normalen Stein. Normaler Stein. Normaler Stein. Jetzt müssen sie noch ein Rezept dazu gewinnen. Der kann gerade nicht. Der auch nicht. Der auch nicht. Wenn sie jetzt noch ein Rezept dazu gewinnen, dann bekommen sie wieder was Neues. Und wir brauchen die Ziegel ja so oder so früh oder später mal. Währenddessen können wir hier wieder mit den Sticks schauen. Mann, es ist echt ein Graus, ne? So, und hoffen halt, dass da einer Diorit oder Andesit bekommt. Zum Handeln. Geht wieder was bei dir? Nö. Bei dir? Nö. Warte, schau her. Sonst verkaufen wir da ein paar. Steht der hier wieder im Weg? So, das heißt, die Brust müssten wir jetzt fertig bekommen hier. Ne, jetzt kostet es nämlich schon 19. Kack, die wandern. Ja, waren das jetzt? Andesit, sehr gut. Das war jetzt gerade das Ziel dahinter, hinter dieser Action. So. Geht bei dir wieder was? Mann, die nerven echt hier, ne? Volle Kanne.
Wenn du 3 Blöcke über den Golem bist, kann er dich übrigens nicht erreichen. Na, du ihn. So. Unsere Brust ist mal fertig. So. Schlafen wir mal eine Runde. Und dann geht's wieder ans Handeln für Erfahrungspunkte. So. Baum haben wir gerade keinen. Wo sind jetzt meine Spezies? Hier, du. Andesi. Max noch nicht. Hier, du. Was kriegst du jetzt dann? Da ist auch noch einer. Schau her. Auch Andesit. Okay. Diorit. Es war eine gute Idee, dass wir das gemacht haben, Leute. So können wir einfach momentan am schnellsten leveln. Und ihr seht ja, wie elend viele Erfahrungspunkte wir hier verbrassen zurzeit. Schaut es bei euch aus? Granit? Echt jetzt? Und du? Andesit? Magst aber gerade keinen. Granit haben wir jetzt keinen mehr. Sind das Tropfsteinblock? Okay. Du hast auch nichts mehr im Angebot. Jetzt handle ich wirklich nur mehr für Erfahrungspunkte. Wo ist der dritte? Haben wir mit dir jetzt schon? Jeps. Hättest wenigstens eine blaue Keramik, du Sack, du. Nee, nee, nee. Du hast da jetzt eigentlich nichts, was ich brauche oder was irgendwie Sinn macht. Ich werde jetzt nicht polierten Granit nehmen. Hier, er will wieder Andesit. Sehr gut. Warum bin ich nicht früher auf die Idee mit dem Mauren gekommen? So, jetzt sind wir pleite. Entschuldigt, Leute. Sorry. Okay, die Verzauberungskosten steigen, umso mehr wir verzaubern hier, ne? Was ist jetzt passiert? Okay. Spannend. So. Das heißt, wir brauchen circa noch 30 Level, ne? Hier können wir das restlichen, die restlichen Sticks hier jetzt verkaufen. Passt. Dann gehen wir eben mal zurück, die Sachen jetzt wegbringen. Und wir haben auch Cleanstone. Wir haben auch relativ viel Cleanstone in der Basis hinten. Das können wir auch nehmen. Warum auch immer, das Sugarcane wächst jetzt ein bisschen schneller wie vorher. Keine Ahnung wieso. Zumindest kommt es mir so vor. Ich kann mich natürlich auch täuschen. So. Die gemeißelten Steinziegel lassen wir gleich mal hier. Die brauchen wir hier am ehesten. Ja. Die Tropfsteinblöcke bringen wir mal in die Basis. Die brauchen wir am ehesten dort.
Dann brauchen wir wieder einen... einen Amboss. Bei der Gelegenheit nehmen wir auch gleich Andesit und Diorit mit zum Handeln. So, dass wir halt in der nächsten Folge uns dann wirklich aufmachen können in the Nether. In the Nether, da, 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 in the Nether. Aber da haben wir jetzt echt, weiß ich nicht wie viel, 4, 5 Folgen herum gekackt. Entschuldigung, wenn ich das so sage, aber ich empfinde es gerade so. So, Tropfstein. Tropfstein hatten wir schon irgendwo. Die Frage ist nur, wo? Ist der Puffstein? Tropfstein. Okay, Blumen hatten wir auch hier drüben. Stein, Stein, Stein. Stein, Stein, Stein. Das können wir auf jeden Fall verscherbeln. Andesit können wir verscherbeln. Oh, schau mal, was wir in Diorit haben. Ey. Da. Da lasse ich jetzt die Sticks aber hier bei den Werkzeugen. Eisen lasse ich auch eben mal hier. Nehme dafür lieber noch 2 Stacks Diorit mit. So. Ist noch Tag, passt. Hm. Jetzt habe ich keinen Amboss mit. Habe ich doch keinen Amboss. Nö. Falsch. So, wir machen uns drüben eben einen Amboss. Es geht einfach jetzt drüben alles zu verzaubern, weil wir sonst immer hin und her laufen müssten wegen den Erfahrungsleveln, ja? Verstanden? Gut. Schön, wenn ihr mich versteht. Ich verstehe euch auch. Ich verstehe zwar nicht, warum ihr mich toll findet, aber ich verstehe euch. So. Ich habe mir auch übrigens überlegt, ich möchte diese Rüstung, da wir sie auch in Netherit umwandeln werden, würde ich diese Rüstung dann gerne benennen. Und zwar würde ich mein Schwert hier gerne Thunder Fury nennen. Thunder Fury, also Donnerknall oder Donnersturm, ist ja eines der legendären Waffen, der legendären Items aus World of Warcraft Classic, was es immens schwer zu bekommen gibt, aber eben das Non-Plus-Ultra für jeden Kriegertank ist. Und ich habe es bis heute nie geschafft, nie, nach 16 Jahren nicht, Thunder Fury selbst mal in Händen zu halten. Man kann zwar die ganzen alten Raids, wo man das farmen kann, mittlerweile solo machen, aber trotzdem ist die Chance, das zu bekommen, so gering. Und es würde jetzt auch nur mehr Style. Hallo. Es würde jetzt auch nur mehr Style bringen, quasi. Ist die Möglichkeit so gering, das zu bekommen, dass ich es echt nie geschafft habe. So, jetzt verkaufen. Warte mal, du kriegst auch gleich unseren Stein. Ja. Mag's nicht. Ich mag das nicht mit dem Schwert. Da die anzuditschen. Der zweite ist hier der Andesit-Typ. Kriegst gleich unseren ganzen Andesit. So viel du ihm magst, mein Freund, natürlich. So. Hey Freund, bleib da. Also die Vermehrung hier von den Villagern funktioniert jetzt auch, wenn man hier in der Gegend ist, so wie es ich jetzt eben die ganze Zeit war, ne? Dann funktioniert das auch relativ gut. So, jetzt haben wir 16. Jetzt lassen wir mal kurz da nach draußen.
Wir gehen mal kurz darauf. Kümmern uns wieder um den Golem. Dass wir hier mehr Platz haben. Auch noch Eisen brauchen wir. 1, 2, 3 Eisenblöcke. Dann haben wir hier einen Amboss. Stellen wir uns wieder dahin. Wir haben noch 32 Eisen übrig. Okay. Das heißt, Höschen. Okay. Jetzt kommt erstmal die Nacht. Wir können auch sonst oben noch wahlweise einen Baum schlagen. Dann können wir noch ein paar Sticks verkaufen. Es gibt uns auch Erfahrungspunkte, aber eben nicht so viel, wie wenn wir was einkaufen. Ne? Beziehungsweise hat der momentan schon einen geilen Bogen. Stärke 2 und schnelle Armbrust. Okay. Hey, Freund, da bleiben. So, Stein haben wir keinen mehr. Du kannst noch nicht. Du kannst noch nicht. Okay, das heißt, wir kümmern uns jetzt schnell mal um ein Bäumele. Schlag der ein Bäumelein, fällt ab ein Träumelein. Ralla di du di di, holla di o. Und fängt der Marito zum Jodeln gleich mal an. Dann schalten alle ab, was ich verstehen kann. So. Ich verzauber das jetzt noch schnell, weil ich gerade auf die Uhr sehe. Ich verzauber das jetzt noch schnell fertig. Und in der nächsten Folge treffen wir uns dann wieder in der verzauberten Rüstung. So, dass wir sie nur mehr, unter Anführungszeichen, ja, in Netherit umwandeln und benennen müssen. Okay? Also, schön, dass ihr dabei wart. Ciao, Baba, euer Marito.